Tag. Ja, wir haben heute themenfreie Woche, das heißt, wir können uns aussuchen, über was wir reden wollen, sprechen wollen. Ja, dann habe ich hin und her überlegt und habe mir gedacht, worüber kann ich denn was erzählen, wovon ihr noch nicht vielleicht was gehört habt, was vielleicht interessant sein könnte und wo ich mich auch drüber auskenne. Ja, und dann habe ich auch mit Hannah geredet und sie hat dann erzählt, ja, lass doch mal, mach doch mal was über das Land, wo du herkommst. Ich dachte, sehr gute Idee. Ja, ich komme aus einem etwas kleinen Land in Nordostafrika her. Das heißt Eritrea. Jeder Zweite kennt das Land nicht. Also ich weiß es, also ich kenne die Reaktionen immer. Also man fragt mich, woher kommst du denn? Dann sage ich, ja, aus Eritrea. Da kommt immer erstmal fragender Blick. Dann sage ich, ja, so am Roten Meer, beim Sudan in der Nähe. Dann sagen die Geografiekenner sagen dann immer, ah ja, bei Äthiopien, oder? Die anderen sagen dann immer noch, dann sage ich, in Afrika. Ah, in Afrika. Euch geht's da nicht so gut, gell? Tja, das höre ich immer wieder. Meine Kamera blendet ein bisschen. Ich habe nämlich eine neue Kamera und da ist auch so ein Licht dran und es ist 1 Uhr in der Nacht. Und deswegen ist es dunkler, deswegen habe ich diese Lampe eingeschaltet, aber die blendet extrem. Aber dieses Opfer werde ich für euch eingehen. Ich hoffe, ihr seht mich jetzt richtig, weil ich habe keine Ahnung, wie es mit der Höhe ist. Und es ist mein erstes Video mit der Kamera, das heißt, ihr müsst ein bisschen geduldig sein mit dem, was ich mache, weil ich ja auch mich da noch nicht auskenne und die Gebrauchsanweisung habe ich auch nicht gelesen. Naja, jedenfalls, das Land, wo ich herkomme, ist eben Eritrea im Nordosten von Afrika. Man sagt auch am Horn von Afrika, am wunderschönen Roten Meer. Ja, die meisten Nachrichten, die man daraus hört, sind meist negativ, wenn man überhaupt irgendwas von diesem Land hört. Aus diesem Grund kennt auch keiner das Land, außer wenn man Äthiopien dazu sagt. Vielleicht kennt Eritrea durch diese eine Sängerin, sie heißt Senad Mehari. Sie hat erzählt, sie sei Kindersoldatin in unserem Land gewesen. Was sich herausgestellt hat, ist, dass sie Scheiße gelabert hat. Ja, aber das Schade drum ist, dass diese Kindersoldat-Nachricht, in die zu den Menschen durchgedrungen ist, aber nicht die Nachricht, dass sie gelogen hat. Und deswegen gibt es viel Negativpresse über Eritrea, was ich sehr, sehr schade finde. Und deswegen denke ich mir, informiert euch gut über irgendwas und guckt euch die Quellen richtig an. Es gibt solche Meinungen, es gibt die Meinungen. Man muss sich einfach ein Bild machen. Ich war jetzt dreimal schon da. Habe mit den Jugendlichen dort geredet und ja, klar, es ist problematisch, aber man muss wissen, das Land ist erst 20 Jahre alt, so alt wie ich. Und es ist ein afrikanisches Land, ein Land, was entweder abhängig ist von den USA oder was weiß ich, oder einfach arm ist. Was ich gut finde an Eritrea ist eben, was ein Gegensatz zu den Äthiopien ist, dass sie wenig Hilfe vom Ausland wollen, damit sie eben nicht abhängig werden. Das wird dann immer negativ dargestellt und sagt, ja, die schotten sich ab. Naja, aber ich möchte jetzt gar nicht über die Politik reden, weil das einfach viel zu lang gehen würde. Aber was kann ich noch kurz darüber sagen? Eritrea ist echt ein wunderschönes Land. Vier Klimazonen in einem Land, super Landschaften, da gibt es viel Geschichte zu erleben. Viel Wichtiges auch hat sich dort abgespielt, auch wenn man es jetzt nicht mehr weiß, aber wenn man sich ein bisschen mit der Materie befasst, merkt man auch, hey, es ist ein sehr wichtiges Land gewesen. Mussolini wollte sogar dort sein neues Rom erbauen und deswegen ist die Architektur zum Beispiel dort sehr italienisch und viele sprechen italienisch, der Kaffee ist dort sehr italienisch und ja, einfach ein wunderschönes Land. Und ich empfehle es jedem, Dokumentation darüber sich anzuschauen, sich zu informieren, vielleicht mal dorthin zu reisen, weil das Meer wunderschön ist bei 45 Grad, also Außentemperatur, nicht das Wasser. Wobei, es ist schon sehr heiß dort, aber es ist wirklich schön und eben nicht so voll von Touristen, wie es vielleicht am Ballermann ist. Ja, was Kritisches zu dem Land ist natürlich die Politik gegenüber Homosexuellen. Und darüber möchte ich auch reden.
Klar, sie haben andere Probleme, sage ich jetzt mal, wobei ich Homosexualität natürlich nicht als Problem ansehe, aber sie sind natürlich nicht so weit wie wir westlichen Länder. Es ist jetzt nicht so schlimm wie in anderen Ländern, wo es sogar noch Todesstrafen gibt. Bei uns ist es leider immer noch so, dass es Haftstrafen von nur 3 Monaten sind. Ich finde, 3 Monate sind 3 Monate zu viel. Eine Strafe ist eine Strafe zu viel. Aber ja, ich war letztes Jahr in Eritrea im Urlaub und habe ein bisschen geschaut, so ob ich da vielleicht irgendwie solche, weiß ja nicht, heimlichen Pärchen sehe und so. Aber ich habe da leider nichts mitbekommen. Ich weiß nicht, ob ich mich auch getraut hätte, die Leute anzusprechen, weil ich glaube nicht, dass sie jemanden einfach so auf Anhieb vertrauen und sich mir anvertrauen, wenn sie mich nicht wirklich kennen. Ja, wie gesagt, ich finde es schade, dass es immer noch so ist. Also ich habe Meinungen gehört eben. Ich habe meine Cousine einmal gefragt, gibt's hier Homosexuelle, gibt's schwule Lesben, was auch immer. Klar, es gibt's dort welche. Ich meine, das ist ja keine Sache der Europas oder der westlichen Welt. Es ist eine Sache, die ist da. Sie ist nicht schlecht. Ich meine, uns geht's ja gut, oder nicht? Und sie sagte dann zu mir, diese Art von Verhalten wird hier nicht geduldet und die gibt es auch nicht. Und das hat mich stutzig gemacht, dass Homosexualität eben, eine Mütze, dass Homosexualität eben als Verhalten gebrandmarkt wird, als Entscheidung einer Person, als eine Möglichkeit, und es gibt auch die Möglichkeit, heterosexuell zu sein. Und das ist das Problem. Sobald die Leute endlich bemerken dort, dass es keine Sache der Entscheidung ist, sondern einfach so der Mensch ist. Diese homosexuelle Person ist homosexuell. Man kann nichts dagegen machen. Dann wird vielleicht, hoffentlich auch noch sehr bald, bemerkt werden, dass es keine schlimme Sache ist, sondern dass man für diese Rechte dort kämpfen muss. Ich habe mir als Ziel gesetzt, dass wenn ich Geld habe, irgendwann, wenn ich bei mir Millionär gewinne oder erfolgreich in meinem Beruf bin, was auch immer, was ich auch immer werde, habe ich mir immer als Ziel gesetzt, was zurückzugeben an mein Land. Dass ich nicht hier lebe und mir es gut gehen lasse und meine Verwandtschaft, meine Bekanntschaften dort nicht verkümmern lasse, weil so schlecht geht es den Leuten jetzt auch wieder nicht, wie jetzt in, sage ich mal, Somalia. Aber dass ich ihnen was zurückgeben kann, was geben kann, was sie nicht haben, was ich im Überfluss habe. Und das ist eben das, dass man vielleicht mal eine Unterschriftenaktion macht oder mit dem irgendwie Kontakte knüpft und mit den Leuten redet und eben sagen kann, hey, es ist nichts Schlimmes. Ich habe jetzt vielleicht nicht besonders viel Geld, um da was hinzuschicken, aber einfach irgendwie was in die Hand zu nehmen und ein paar Impulse setzen. Und ich hoffe, das fruchtet irgendwann, wenn ich dann da mal viel mache. Ja, genau, das war es jetzt erstmal fürs Erste. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe euch euer Interesse an Eritrea geweckt. Ich bin jetzt für die ersten Tage in Prag. Ich fahre mit meiner Familie weg von Montag bis Freitag, also von heute. Bin extra früh aufgestanden und ich bin extra wach geblieben, um dieses Video noch zu machen, weil ich eben noch ein Video posten wollte. Jedenfalls bin ich von Montag bis Freitag weg. Komme dann am Wochenende wieder, zum Wochenende wieder und kann wieder ein neues Video machen. Da freuen wir uns doch. Wir alle freuen uns. Und ja, ich hoffe, es hat euch eben gefallen, euer Interesse geweckt und es wäre schön, wenn ihr mir eure Meinung vielleicht oder mir erzählen könntet, was ihr von Eritrea gehört habt, nachdem ihr davon gehört habt und recherchiert habt. Ja, dann sage ich fürs erste Mal Tschüss. Ich habe einen schönen Start in die Woche gehabt oder habt einen schönen Start in die Woche. Bei der Arbeit, bei der Schule, beim was auch immer. Genau, und ich werde sicher viele Bilder machen in Prag, vielleicht sogar ein Video. Weiß ich noch nicht. Aber ich werde euch was zeigen, höchstwahrscheinlich. Und ja, dann sage ich mal, tschö mit Ö.